Seit Gründung der Bundeswehr haben über 10 Millionen Frauen und Männer in unseren Streitkräften gedient. Sie verdienen Respekt, Anerkennung und Würdigung für ihren Dienst. Deswegen hat der Deutsche Bundestag beschlossen, den 15. Juni zum jährlichen Nationalen Veteranentag zu erklären. Briefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Wer im Falle eines Falles sein Leben für die Freiheit, die Werte und die Sicherheit unseres Landes einsetzt, verdient es, gesehen zu werden. Und da die Bundeswehr eine sogenannte Parlamentsarmee ist, trägt der Deutsche Bundestag natürlich eine besondere Verantwortung für diejenigen Männer und Frauen in Uniform, die entweder gedient haben oder noch aktiv dienen. Der 15. Juni soll also deshalb jedes Jahr Veteranentag sein. Damit es aber nicht nur bei einem symbolisch wichtigen Tag der Wertschätzung bleibt, soll es auch eine verbesserte Versorgung von Veteranen und ihren Familien geben. Hierzu zählen Fürsorge, Rehabilitationsmaßnahmen, Therapieangebote und Betreuungskonzepte sowie Ansprechstellen für Geschädigte und deren Angehörige. Mehr Respekt für Soldatinnen und Soldaten. Stimmt ihr uns dazu? Ab in die Kommentare. Warst du? Ich weiß, wie macht man das denn? Wie salutiert man? Hast du gedient, Jens? Nee. Und keiner gedient hier wieder. Altes Weichei.